heute geht's auf die Friedhofsinsel und von der Friedhofsinsel dann nach Murano. Und jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie wir hier Tickets kaufen. Piazzale Roma. Das war ja schon ziemlich filigran, aber zieht euch mal diese Skulptur rein. Das ist alles andere als filigran. Das ist hier wohl der Prachtplatz von Murano, am, wie es die Einheimischen hier nennen, ihrem kleinen Canal Grande. Achtung! Selbst wenn man jetzt auf so einem Platz ein Restaurant oder ein Café gefunden hat, so wie wir es gerade tatsächlich haben, hat man einfach das Problem, dass auf dem Murano alles voll ist. Und es ist ja noch nicht mal Hauptsaison. Wir fragen uns schon die ganze Zeit, wie das dann hier in der Hauptsaison ist. Kein einziger Platz frei. Es ist völlig egal, wie teuer das ist. Alle fressen dort Pizza oder Nudeln oder Fisch. Und es ist völlig egal, was es kostet. Wir fahren jetzt einfach mal weiter auf eine andere Insel, die hoffentlich nicht mehr so touristisch überschwemmt ist, und gucken, ob wir da was Gutes zu essen und zu trinken bekommen. Weil es in Murano noch viel enger ist als in Murano und in Venedig schon, gibt es hier übrigens solche Schaumstoffschoner an manchen Gassen, an manchen Ecken, damit man sich nicht überall den Kopf aufstößt. Dieser Glockenturm steht übrigens nicht gerade, sondern schief. Und wie schief, das zeige ich euch mal, wenn ich die Kamera wieder gerade nehme. Und zwar, so ist gerade. So schief steht das Ding. In den Reiseführern wird ja immer schon beschrieben, wie extrem bunt Murano ist. Aber wenn man hier ist, ist es noch viel krasser, als man sich das eigentlich denkt. Hier ist wirklich fast jedes Haus in jeder winzigen Gasse bunt angemalt. Das sieht so cool aus. Eine Besonderheit auf Murano ist offenbar auch, dass es hier überall gut riecht. In jeder kleinen Gasse riecht es nach Gebäck oder nach frisch gebratenem oder nach Fisch oder
nach Süßem. Das ist echt krass.